Und wenn man dich fragt, wie du hergekommen bist? Mit der Metro. Und über welche Haltestellen? Saint-Lazare. Und dann? Porte de Champerret. Yes. Ich rock alles. Na, das will ich hoffen, obwohl. Lieber nicht alles, alles. BETS? Betreute Tagesstätte! Erwachsene betreute Erwachsenen-Tagesstätte! Du hast das eh vergessen! Scheiße, fuck! Du hast geschummelt. Oh. Doch, ich hab's gesehen. Wie lautet die Diagnose? Autismus, eine besonders schwere Form. Die Frau vom Jugendamt war hier. Er ist minderjährig, sie wird die Inobhutnahme beantragen. Dann haben wir noch wie viel Zeit? Ungefähr 2 Wochen. Ich finde eine Lösung. Da bin ich sicher. Hör auf mit deinem Ich finde eine Lösung. Wer sind denn die beiden da? Die Inspekteure. IGAS, sagt dir was? Die kontrollieren alle sozialen Einrichtungen. Die haben dich im Visier. Sie haben Maßnahmen ergriffen, die Fragen aufwerfen. Unsere Aufgabe ist es, wieder geordnete Verhältnisse herzustellen, für Sicherheit zu sorgen. Diese Einrichtung nimmt sich der Notfälle an. Sie nimmt Patienten auf, die die Gesellschaft zurückweist oder deren Zustand sich nicht mehr bessert. Valentin! Was machst du hier? Solltest du nicht in der Musikgruppe sein? Für mich gibt es die, die einen nicht mehr ansehen, die einem nicht mehr zuhören und dann die anderen. Und glauben Sie mir, das sind nicht viele. Warum seit 15 Jahren? Kliniken verzweifelt bei mir anrufen, und zwar mehrmals täglich, und mich bitten, noch mehr Kinder aufzunehmen? Du nimmst zu viele Kinder auf, du gibst zu viel Geld aus, das wird zu groß. Wir zählen auf Sie. Die meisten Betreuer haben kein Diplom. Kennen Sie ein Diplom, das einen darauf vorbereitet, den ganzen Tag eins auf die Fresse zu kriegen? Die Alternative? Die Alternative heißt Schließung. Darf ich meinen Kopf an deine Schulter lehnen? Ja, komm her, ganz kurz.